Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhieß 82 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam gestern ein kleines Paket von Amazon zugeschickt und pünktlich zum Release-Tag bekam ich nun das Steelbook von Megan in der 4K Ultra D Steelbook. Unglaublich, aber war es geschehen noch Zeichen und Wunder, denn der Film wurde Mitte April schon auf Blu-ray Disc veröffentlicht und auch auf DVD veröffentlicht, aber keine weite Spur von einer 4K Veröffentlichung. Und jetzt, hier ist nun soweit, die 4K Disc ist nun auch veröffentlicht worden in einem schicken Steelbook. Wie mir der Film gefallen hat, da könnt ihr auch gerne mal meine Review angucken. Die kommen dann gleich hinten in die Infobox mit dazu und da können wir draufklicken und vielleicht ist auch der Film was für euch. Ich muss gestehen, für mich war er doch ganz unterhaltsam. Natürlich kommt er nicht an einem wunderbaren Chucky dran, aber trotz alledem für neue Generationen auf jeden Fall doch eine Sichtung wert. Und für uns Älteren, naja, könnte ein oder anderen entweder nicht gefallen, aber wie gesagt, mir war er doch ganz unterhaltsam. Der Film ist ab 16 freigegeben und auch hier liegt die Uncut-Fassung auch vor, aber auch die Kinofassung kann man auch hier mit gucken. Also auch alles beides hier identisch. Die Laufzeit ist auch von beiden eigentlich gleich geblieben, denn es gibt hier nur ein paar Unterschiede von den Aufnahmen. So, würde mal sagen, wir machen mal die Folie runter, denn haltet euch wirklich jetzt fest an allem, was möglich ist. Wir haben hier eine Prägung. Eine Prägung! Sowas gibt es auch noch in der heutigen Zeit. Ja, absolut wahr. Hier seht ihr es auch schon mal ganz deutlich hier, nämlich... Ja, die Megan ist nämlich hier in ihrem Kasten eingesperrt, in ihrem Verpackung und außen eben hier mit einem Glaskasten, kann man sagen, so durchsichtigen Glas. Also, wie heißt jetzt? Verpackung? Folie außenrum? Scheiße, mir fällt hier voll ein. Sichtfenster, nennen wir es einfach mal Sichtfenster und das schaut nämlich auch genau hier so aus und muss schon mal sagen, ist dann doch ganz cool geworden. Mal gucken, wie die Rückseite ausschaut. Der Film geht 100 Minuten, eben wie gesagt, in der Uncut-Fassung als auch in der Kinofassung ist eben hier die Laufzeit gleich und wir machen jetzt hier mal die Folie runter und dann schauen wir uns mal das Debo mal ganz genau an, aber wir gehen dann dazu natürlich auch in die Ego-Perspektive über und das werden wir auch jetzt dann gleich im Anschluss auch gleich tun und jetzt geht's direkt los und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, und wir sind ja auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Steelbook zu Megan und hier schon mal das Hochglanz-Steelbook und bevor wir zum Steelbook kommen, gucken wir uns mal ganz kurz die Banderole an, die ist eben hier mit zwei Klebepopeln hier befestigt worden, einmal hier unten, einmal hier oben und ging auch relativ auch ganz gut ab, eben wegen der Prägung oder einmal hier eben die Uncut-Version ist hiermit enthalten auf der 4K-Disc und eben ab 16 freigegeben von den Produzenten von Annabelle und auch von The Black Phone. Alles bei der Black Phone fand ich sehr gut an Film. Ja, wie für Annabelle ist wieder immer Geschmackssache. Und einmal hinten drauf eben dann die Inhaltsbeschreibung. Und wie gesagt, enthält die Uncut sowie auch die Kinoversion des Films. Sie ist auf Freundschaft programmiert. Megan ist kein gewöhnliches Spielzeug, designt als beste Freundin eines Kindes und Verbündete der Eltern. Als Robotikexpertin Gemma unerwartet zum Vormund ihrer verwaisten Nichte wird, nimmt sie den Prototyp der Hightech-Puppe mit nach Hause. Eine folgenschwere Entscheidung, denn Megan entwickelt ein geradezu mörderisches Beschützerinstinkt. Als Bonusmaterial gibt es hier eine neue Version des Horrors, dann Megan wird erweckt und gehackt werden. Ein paar Szenenfotos gibt es auch noch und hier eben dann die Credits und hier eben die Laufzeit der 4K-Disc geht 102 Minuten und Sprache Deutsch und Englisch stehen hier in Dolby Atmos vor und Französisch, Italienisch, Spanisch in Dolby Digital Plus 7.1 und Japanisch DTS Digital Surround 5.1 und ja, mehr gibt es ja nicht zu erwähnen. Aber in der Steelbook ist hier nur die 4K-Disc enthalten, also nicht die Blu-ray, wie ich es vorhin erwähnt habe. Das tut mir jetzt leid, waren viele von mir. Denn wir haben hier ein Universal Steelbook und da sind meistens nur eben dann nur noch die eine Format enthalten. Das Steelbook ist hier wirklich sehr schön geworden. Eben hier mit hier der Durchsichtfolie, würde ich jetzt mal behaupten, von eben der Verpackung von Megan.
Auch hier nochmal ein Hello und hier Model 3 Generative Android. Aber wenn wir hier angucken, das Motiv hier ist wirklich gestochen scharf und auch die Augen sind so, ja, seelenlos und schaut schon ein bisschen betrügend aus, das Ganze. Und hier eben, wie gesagt, diese Prägung und die kannst du auf jeden Fall sehen lassen. Gefällt mir richtig gut. Ansonsten haben wir auch sonst keine weiteren, ja, Logos drauf gedruckt, wie den Universal-Logo, noch Blu-ray Disc und 4K-Logo. Und hier ein komplett schönes, sauberes Steelbook. Ist eher, ja, lila gehalten, das Ganze. Und muss auch wirklich sagen, mir gefällt sie wirklich sehr, sehr gut. Das Bein schaut hier so aus. Oben ist nichts drauf gedruckt. Da haben wir eben hier Megan und dann unten das Universal-Logo. Und hinten drauf, auch das kann ich auf jeden Fall sehen lassen, hier, ja, mit der Beschreibung von oder mit den Fähigkeiten, was eigentlich Megan kann. Sozusagen die Rückseite von der Verpackung von Megan und muss ich sagen, auch das hier ist sehr schön, eben hier mit den verschiedenen Fähigkeiten, mit sogar 18 Skin-Tunes und 16 verschiedenen Augenfarben. Also hier gibt es noch einiges zu entdecken für alle Kinder, die das gerne haben möchten. Also hier auch das sehr schön gemacht und finde ich eine echt coole Idee mit der Verpackung von der Megan. Ja, das Steelbook kostet 34,99 €, ist schon wirklich sehr happig für nur ein 4K-Steelbook ohne Blu-ray-Disc. Muss wieder selber wissen, ob das der Preis hier zahlen möchte oder nicht. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es doch schon mal ganz schick. Wir schlagen mal auf und dann haben wir innen drin eben dann die 4K-Disc vorliegen und dann eben hier neben dann, ja, den Inhalt, zumindest die, ne, die Usual Manual, wie heißt es auf Deutsch? Ja, leck mich vom Arsch, ich habe halt solche Wortfindung schon, es tut mir leid. Gebrauchsanweisung, genau, zu der Megan. Und hier hätte ich mir das dann doch ganz gewünscht, dass es hier auch als Booklet mit dabei gewesen wäre. Ich wäre eine coole Idee gekommen, sowas zu machen. Cooles Gimmick. Einmal heben dann die 4K-Disc. Wie gesagt, nur die 4K ist in dieser Blu-ray-Disc enthalten. Diese schaut hier so aus. Und ansonsten haben wir hier noch die verschiedenen Skin und noch verschiedene alternativen Fashion Choices, wo man auch noch extra kaufen könnte zum Beispiel. Aber das hier wirklich cool gekommen, wenn eben die Gebrauchsanweisung auch als Booklet mit dabei gelegen wäre. Wäre ein cooles Gimmick, dazu hätte auch gut gepasst zu der ganzen Edition. Ja, liebe Filmfreunde, ist euch dieses Steelbook 34,99 € wert? Schreibt es in die Kommentare rein. Ich muss sagen, ich bin doch recht zufrieden mit diesem Steelbook. Und freue mich auch, diesen Film auch in 4K angucken zu können. Und würde ich mal sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das 4K-Steelbook zu dem Film Megan. Ich finde es wirklich sehr schick geworden, das Steelbook mit eben der Verpackungsmaterial eigentlich von der Megan. Vorne kann sie rausgucken, hinten drauf eben dann die Beschreibung, was alles kann. Innen drin eben dann, ja, die Beschreibung. Zumindest die Gebrauchsanweisung, womit eingefallen ist der Name. Das natürlich als Booklet dazu gewesen, wäre echt cool gekommen. Ansonsten haben wir eben hier ein doch recht schickes Steelbook. Es ist ein bisschen wabbelig, wie ihr seht. Also es ist nicht so ganz stabil. Kostenpunkt, wie gesagt, 34,99 €. Es ist wirklich sehr teuer für ein normales 4K-Steelbook. Aber wir haben hier mal eine Prägung. Das ist doch schon mal was Lohnenswertes. Ja, schreibt in den Kommentaren rein, wie ihr den Film fandet. Wenn nicht, guckt euch jetzt die Review von mir an zu dem Film. Lasst mir gerne Kommentare da, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und Beep.